Es geht um den harten Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Stuttgart vor etwa einem Monat. Wasserwerfer, Pfefferspray, mehr als 100 Protestierende werden verletzt. Auch Polizisten erleiden Verletzungen. Der Einsatz. Wie ernährt sich Deutschland? Wir haben es geprüft. 400 Menschen haben 4 Wochen lang alles aufgeschrieben. Wann sie wo, wie gegessen. Jetzt. Hart aber fair. Mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich habe eine brandheiße Meldung. Bundeskanzler Karl Theodor zu Guttenberg hat heute seinen Antrittsbesuch in London gemacht. Er wurde von König Charles empfangen. Was ist unwahrscheinlich an dieser Meldung aus der gar nicht so fernen Zukunft? Richtig, die Sache mit Charles. Deutschland diskutiert über einen neuen Politikstar, einen Hoffnungsträger, der eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Aber kann ein Mann alleine die ganze Politik adeln? Offenbar schon, glauben viele, jedenfalls, wenn auch die Frau mithilft. Schön, gediegen, unabhängig und selbstbewusst. Haben die zu Guttenbergs das, was wir uns eigentlich von allen Politikern wünschen? Kommt jetzt der Adel wieder, weil er einfach das bessere Führungspersonal liefert? Oder träumen wir uns gerade so ein modernes Sissi-Märchen zusammen? Hart aber fair heute mit einer standesgemäßen Runde. Hagen Graf Lambsdorff. Er war lange Zeit im diplomatischen Dienst und weiß, eine gute Erziehung und sicheres Auftreten werden in unseren Kreisen einfach vorausgesetzt. Zu Guttenberg beherrscht das Parkett und ist auch deshalb so erfolgreich. Jutta Dittfurth. Die Journalistin stellt fest, Karl Theodor zu Guttenberg ist das Produkt adliger Dressur. Doch die Deutschen fügen sich offenbar gerne in die Untertanenrolle. Traurig, dass in Berlin heute wieder die Salongesellschaft den Ton angibt. Alexandra von Rehlingen. Die PR-Managerin organisiert Society-Events und entgegnet, ich wünschte mir mehr zu Guttenbergs und von der Leyens in der Politik. Denn die sind finanziell unabhängig und fallen inmitten der graugesichtigen Berufspolitiker wenigstens auf. Professor Michael Hartmann. Der Soziologe und Elitenforscher warnt. Die adlige und vermögende Herkunft macht Politiker wie zu Guttenberg sicherlich unabhängig. Doch wollen wir wirklich ein Kabinett, in dem es nur noch ein einziges Arbeiterkind gibt? Bertram Graf von Quad zu Wickrath und Isny. Er arbeitet ganz bürgerlich als Radiomoderator bei SWR3 und sagt, adlige Elternhäuser sorgen zweifellos für gute Startchancen. Doch zu Guttenberg könnte ja auch den ganzen Tag sinnlos Motorboot fahren. Ich begrüße sehr, dass er seine Chancen zu nutzen weiß. Sky Dumont. Der Schauspieler kennt adlige Kreise seit seiner Kindheit und ist überzeugt, die Menschen sehnen sich nach guten Manieren und unabhängigen Geistern in der Politik. Karl Theodor zu Guttenberg macht seinen Job mit Anstand und das kommt an. Fetter Applaus für eine Runde, in der ziemlich viele Fonts sitzen. Frau von Dittfurth, so hießen Sie ja ursprünglich tatsächlich Frau von Dittfurth. Warum haben Sie Ihr von gestrichen? Das habe ich vor ungefähr 100 Jahren gemacht und das hatte eindeutige Hintergründe. Ich fand keinen
Also alle Fonds und ähnliche Titel und Namenszusätze waren immer vergeben worden für irgendwelche Verbrechen, Bauernlegen und Kreuzzüge. Ich fand nie einen guten Grund. Und dann fing ich an zu entdecken, und das hatte mit, unter anderem mit einer kleinen Szene mit meiner Großmutter zu tun, als ich als junges Mädchen mal fragte, wer denn der Onkel ist, war ein Verwandter auf dem Foto, sei es war ein Mann in Uniform, und ich sah das Hakenkreuz und andere Sachen, hat sie gesagt, ja, das war ein sehr feiner, das war Onkel so und so, und ein sehr feiner Mann mit sehr guten Manieren. Und da begriff ich dann irgendwann, was das mit den Manieren und dem ganzen Getue auf sich hat, und dann sollte ich in den Adelsverband des Hauses eintreten, habe das abgelehnt mit der durch die 68er mir nahegebrachten Erklärung, dass ich zu viel von sozialer Gleichheit halte, um irgendwelche Eliteverbände zu unterstützen. Solidarität mir mehr wert ist als Tischmanieren. Hier kriegen Sie Applaus dafür im Jahre 2010. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Heumer von Ditfurt, Ihr bekannter Vater, die Onkel und Tanten? Alle mit Mordsstammbaum? Es gab ordentlich Stress, aber nicht direkt von meinen Eltern. Die haben es unterschiedlich deutlich verstanden. Mein Vater wurde ja in der Familie schon angegriffen, weil er dann irgendwann mal statt CSU SPD gewählt hat. Das kam nicht gut an in der Verwandtschaft. Da galt er schon als Roter. So gesehen waren meine direkten Eltern eher schon sowas wie bürgerliche Revolution in diesem ganzen Adelsland. Das ist Ihre private Geschichte, aber wie kommen Sie denn zu der Auffassung, dass Karl Theodor zu Guttenberg, der beliebteste Politiker Deutschlands, unangefochten, mit großem Abstand, dass der das Produkt einer Dressur ist? Es ist so, das, was hier heute Abend gesagt werden wird von Leuten, die es toll finden, dass sie adelig sind, ist nicht das, wie man intern redet. Wenn man sozusagen aber aus diesen Kreisen kommt, kennt man die kleinen, kennt man die Tipps zur Körperhaltung, zur Sprachregelung, die Art des Auftretens bis ins Detail, und das erkennt man wieder. Und das ist das joviale Verhalten nach außen, das Reden können, das anständig angezogen sein. Aber dahinter verbirgt sich zum Beispiel bei Guttenberg die Tatsache, dass Kriege geführt werden und Menschen sterben, Kinder in Afghanistan sterben. Das ist sozusagen diese Attrappe. Und was mich eigentlich mehr aufregt als Adelige, die das immer verteidigen, sind Menschen, die sich denen als Untertan sie anhimmelnd unterwerfen. Halten Sie da mal Ihr Pulver trocken. Wir zeigen Ihnen gleich Menschen. Graf von Quad. Ist ein Krieg schlimmer, weil ihn ein von Guttenberg führt, als ein Krieg, den ein Struck führt? Nee, das ist eine gute Frage, da haben Sie völlig recht. Aber ich glaube, dass Verschärfungen in der Rolle Deutschlands, Truppen überall hinzuschicken, viel besser möglich sind, wenn man so ein Glamour-Paar hat, hinter dem man diese bösen Absichten gut verstecken kann. Weil die überstrahlen also. Und selbst Leute, die von deren Politik betroffen sind, Die Freifrau zu Guttenberg hat kein Portfolio und ist keine Ministerin. Naja, aber jetzt wissen wir aber beide, was sie gerade treibt. Oder den sozusagen diese Inszenierung einer scheinheiligen Rolle. Außerdem hat sich hinterher Herr Struck, der nun wirklich ein vorzüglicher Verteidigungsminister war, hat sich eine ganz riesengroße Volkspartei versteckt, wenn Sie das so nennen wollen. In Wirklichkeit hat sich natürlich nicht versteckt, sondern ich war der Meinung, dass das, was Herr Struck und seine Freunde damals in der Regierung machten, richtig sei. Und das ich habe Sie fast nicht verstanden. Wir machen es ein bisschen lauter hier. Ja. Graf Lambsdorff, lassen Sie uns mal bei diesem, bevor wir über den Inhalt der Verteidigungspolitik reden. Sie waren ja nicht immer Diplomat, sondern auch Journalist, Verteidigungsexperte beim Spiegel. Und ich weiß gar nicht, ob Sie als Adelsverteidiger hier sind. Frau Ditfurth hat von Dressur gesprochen. Wer hat Sie denn dressiert? Na, wahrscheinlich die Straße in Köln-Ehrenfeld. Das war damals nicht das feinste Viertel. Aber das war eben da, wo mein Vater landete. Köln lag flach. Mein Vater wurde zu seiner Firma geholt, nachdem er aus dem Krieg zurück war. Und dann war eigentlich eine Wohnung nur da mit einer weiteren Familie drin und Löchern in der Decke und darüber nur noch der Himmel. So was nannte das war die erste Etage. Das haben wir doch in unserem Alter haben wir das alle erlebt. Sagen Sie und mal dann habe ich eben auf der Straße gespielt. Was Sie zurückgelassen haben. Wenn Sie das wollen, können wir heute Abend Köln sprechen. Ich kann das nämlich nicht, ehrlich. Was habt ihr denn zurückgelassen da im Osten? Na, wir haben ja nun, sind ja schon seit über 100 Jahren, fast seit 100 Jahren expropriiert, denn wir sind Balten. Und da hat, nachdem die Esten und die Letten und die Litauer das damalige Zarenreich verlassen haben, nach der Revolution und nach dem Ersten Weltkrieg hat es eine Landreform gegeben und da sind die ganzen alten deutschen Familien entschädigungslos enteignet worden. Und dann sind Sie zum Etagenadel geworden, so hat man es, glaube ich, genannt, wenn die Hütte, wenn das Schloss weg war. Das klingt alles so bescheiden. Frau von Ditfurth hat das ja, Frau Ditfurth hat das ja angesprochen. Gut. Ja, es wird nicht mehr passieren. Da muss ich mal gleich was sagen. Es gibt ja keine Titel mehr in Deutschland. Insofern ist das Teil des Namens.
Also ist das von ja auch Teil des Namens. Also insofern ist es keine Schande, wenn man sagt, Frau von Ditfurth. Das ist eine politische Begründung und keine der Scham. Ja, aber Sie machen ja kein Namensrecht. Oder sind Sie schon so weit? 1919 davon, ist Herr Rosenthal war ein sehr sozialer Mann, aber hatte super Manieren, kann ich Ihnen nur sagen. Gehen wir noch mal auf die Frage, was ist denn eigentlich in dieser Familie, zum Beispiel bei den Lambsdorff, los? Wenn man ihn sprechen hört, dann denkt man natürlich auch noch an einen anderen Lambsdorff. Wir gehen heute Abend mal der Frage nach, gibt es so etwas wie eine Prägung? Gibt es etwas, was zum politischen Führen hinführt? Schauen Sie sich mal an, wir sehen hier sitzen den Diplomaten Graf Lambsdorff. Wir blenden mal ein, seinen Bruder, den verstorbenen Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, kennt jeder in dieser Republik, hat die über Jahre mitgeprägt. Dann der Sohn des Grafen, der hier sitzt, das ist Alexander Graf Lambsdorff, Europaabgeordneter der FDP, vielleicht bald FDP-Chef in Nordrhein-Westfalen. Jetzt erklären Sie doch mal, das kann doch nicht alles Zufall sein. Was ist das für eine Zucht? Ein schönes doppeldeutiges Wort. Naja, also sagen wir mal so, als Gerhard Schröder nicht eben gerade ein politischer Freund meines Bruders ihn fragte, ob er vielleicht wegen seiner guten Beziehung zu den Vereinigten Staaten, zu dem jüdischen Staat Israel, die Zwangsarbeiterregelung noch einmal angehen und dafür eine Lösung finden wollte, da hat er gesagt, also ich kann, auch wenn ich eigentlich nicht mehr in dem Alter bin, das zu tun, aber ich kann nicht, wenn ich Respublika ruft, kann ich nicht sagen nein. Das heißt, für die ohne Latinum, was heißt Respublika? Naja, der Staat. Wenn der Staat und die Allgemeinheit wollen, dass man ihr hilft, dann sollte man auch hingehen und das tun. Und das ist eigentlich etwas, ja, diese Haltung ist schon ein Stück, weiß nicht, mein Sohn ist offensichtlich der gleichen Meinung. Ich habe meine politische Tätigkeit ja nur als Journalist und als Diplomat. Was ist es denn? Das ist die Pflichterfüllung? Der Glaube, dienen zu müssen? Also bei meinem Bruder bin ich ziemlich sicher, dass es ein großer Teil Pflichterfüllung war, ja. Bei mir, lieber Gott, ich meine, nachdem ich also umgestiegen bin von Rudolf Augstein zu Hans-Dietrich Genscher. Da hat mich das zwar viel Geld gekostet, weil dieses Mitarbeitermodell beim Spiegel ja bekanntlich einträglich ist. Aber ich habe es nie bereit. Fast 30 Jahre war ich hinter dem Auswärtigen Dienst und das war auch gut so. Herr Professor Hartmann, was sagt der Eliteforscher? Warum wirken Adlige wie Lambsdorff, der Clan, wir haben ja eben einen weiteren Ausschnitt gesehen, warum auch die zu Guttenbergs, warum wirken die manchmal wie zum Führen geboren? Übrigens ja auch bei denen, die Sie wählen. Ich glaube nicht, dass dieses Gutenberg-Phänomen vor 10 oder vor 20 oder 30 Jahren möglich gewesen ist, muss ich gleich sagen. Das gibt Voraussetzungen im Umfeld und zwei wesentliche Voraussetzungen sind A, dass das bisherige politische Personal ein so geringes Ansehen hat wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Und das Zweite ist, dass sich in der materiellen Lebenssituation der Bevölkerung die Kluft zwischen oben und unten enorm ausgeweitet hat. Und das bedeutet, man nimmt Politiker immer stärker war als Personen, denen es vorrangig um die eigene Karriere geht. Also Musterbeispiel sind die Leute, die gleich nach dem Ende ihrer politischen Karriere in die Wirtschaft gegangen sind. Das ist ja inzwischen fast die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Und dann fragt man sich, die sind gewählt worden, um Interessen der Wähler oder der Bevölkerung zu vertreten. Offensichtlich vertreten sie vor allem die eigenen Interessen. Das muss jetzt nicht in jedem Fall richtig sein, aber das ist ein Eindruck. Dieser Eindruck wirkt umso massiver, wenn man in denselben 10 Jahren, das ist ungefähr seit der Jahrtausendwende, so feststellt, dass diese Politiker Entscheidungen treffen, die in vielen Fragen, vor allem in der Steuerpolitik, zugunsten der Reichen und Wohlhabenden getroffen werden und die Masse der Bevölkerung bestenfalls den Lebensstandard halten kann. Jetzt müssen Sie aber noch erklären, warum das auf einen Baron zuläuft, der selbst zu den Besserverdienenden gehört. Man erwartet, das muss nicht richtig sein, aber man erwartet von jemandem wie zu Guttenberg, dass er das nicht nötig hat. Also der macht ja Politik nicht, um Karriere zu machen. Also jedenfalls nicht, um dann in die Wirtschaft zu gehen oder um Geld zu verdienen. Das hat er. Das heißt, da verbindet sich irgendwie die Hoffnung nach Authentizität. Und das ist einer, der braucht keine Dienstwagen und Ähnliches. Der hat genug Geld. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man dann feststellen würde, was der für eine Politik macht. Also wenn er länger im Wirtschaftsministerium geblieben wäre, wäre das deutlicher geworden. Nochmal die Frage nach der familiären Prägung. Sie haben gesagt, es kommt im Laborversuch dann auch auf das richtige Umfeld an. Graf von Quatz, Sie können uns beurteilen, welche Grundausstattung gibt es in einem Elternhaus, wie Sie es auch hatten?
die offenbar hilfreich ist für die Politik? Mit Sicherheit gute Manieren, gute Umgangsformen. Und gute Umgangsformen sind jetzt nicht unbedingt eine leere und hohle Sache. Sonst die Frage, wie gehe ich mit einem Menschen um, wie gehe ich auf jemanden zu, wie rede ich mit jemandem, wie benehme ich mich jemandem gegenüber. Das ist zum Beispiel, glaube ich, etwas, was auch diese Authentizität, die Sie angesprochen haben, Professor Hartmann, sehr deutlich mitträgt. Es gehört sicherlich ein gewisses, eine Allgemeinbildung, eine Schulausbildung dazu. Das ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, etwas, was von Geld getragen ist. Es gibt Menschen, die investieren ihr Geld für ihre Kinder in eine solche Ausbildung. Es gibt andere Leute, die investieren das in Trust Funds für ihre Kinder. Was sinnvoller ist, glaube ich, ist auch relativ unstrittig. Auf jeden Fall, der Freiherr zu Guttenberg hat von Haus aus relativ viel mitbekommen. Das ist sicherlich ein Privileg, aber für mich stellt sich eben immer die Frage bei Privilegierten, wie gehen sie mit den Privilegien um? Und bislang kann ich nichts entdecken, wo ich sagen müsste, da geht er mit seinen Privilegien unverantwortlich oder schlecht um. Im Gegenteil, er macht was draus. Ich habe eben Ihnen gesagt, Frau Ditfurth, halten Sie mal das Pulver trocken. Sie sagen, dass Sie besonders erstaunt sind oder verärgert über die Menschen, die solche Leute wählen oder ihn gut finden. Wir haben hier mehrere Äußerungen gehört über Baron zu Guttenberg. Geben wir dieser Guttenberg-Begeisterung mal andere Stimmen. Der Blätterwald ist ja da auch hochaktiv. Nicht nur das Goldene Blatt feiert ihn, der Spiegel, die Zeit, alle sind da unterwegs, die FAZ. Aber wir haben mal Menschen in der ersten Hauptstadt der Republik, in Bonn, gefragt nach dem Phänomen zu Guttenberg. Ein Paar mit höchster Symbiose und politischer Zwillingserscheinung mit Ehering. Das gab es in dieser Schlagkraft in Deutschland nur selten. Unverschämt gut aussehen. Royal Couple der Bundesrepublik. Das ist wahrscheinlich der Dingenskirchen da, der von nun zu Guttenberg oder wie er heißt. Genau. Welche Eigenschaften bringen denn die beiden mit, die so normale Politikerpärchen zum Beispiel nicht mitbringen? Ehrlichkeit und eine ausgezeichnete Erziehung. Also jetzt spreche ich mal für die Frau. Sie ist schön, intelligent. Und sie stellt auch, also macht für Kinder was, ne? Und er auch. Genau. Er ist auch schön und intelligent. Genau. Spricht nicht immer das nach, was seine Chefin in Gänsefüßchen, Bundeskanzlerin, vielleicht sagt, sondern er hat sicherlich auch seine eigene Meinung. Er hat also eine gute Schule durchlaufen, möchte ich mal sagen, und auch eine richtige Frau genommen, die noch nirgendwo nackt abgebildet ist und die nichts zu fürchten braucht und da ihre Meinung sagen kann, der kann man nichts entgegenhalten im Grunde genommen. Ich glaube, dass der sehr viel Glaubwürdigkeit verkörpert und das tut der Politik im Moment gut. Und wenn die Machthaber in Berlin nicht mehr alles zur Seite schubsen, was halbwegs gefährlich werden könnte, was ja in der Vergangenheit oft passiert ist, dann könnte man auch da wirklich einen klugen Kopf haben, der tatsächlich die Glaubwürdigkeit verkörpert. Glaubwürdigkeit in diesem Satz 2 bis 3 Mal der letzten Bürgerin in Bonn, Herr Dumont. Glaubwürdigkeit, Unabhängigkeit, Charakter, Unerschrockenheit. Das sehen die Menschen alle bei den Guttenbergs. Wie viel Optik ist dabei und wie viel Inhalt? Naja, Optik spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Das sah man ja damals vor vielen Jahren. Die Amerikaner sind ja da voraus mit Kennedy, der miserable Präsident wurde dann. Ich bin Ihrer Meinung. Die Menschen sind sehr, sehr verdrossen mit den Politikern. Und jetzt kommt ein junger, gestylter Mann und die ganze Hoffnung konzentriert sich auf den. Der hat keine Skandale, der macht keine Fehler, glaubt man. Das spielt alles, das ist ein Gesamtpaket. Es ist so dieses, ein junger, agiler Mann mit einer gut aussehenden Frau. Sie haben gerade gesagt, gestylt, das ist ja ein Widerspruch zu glaubwürdig. Im Übrigen trägt er die Haare so wie Sie. Nein, oder Sie so. Wie er? Er hat sehr viel mehr Gel. Ich habe kein Gel drin. Okay. Abgesehen davon, finde ich, sollte man über Äußerlichkeiten, was Politiker betrifft, nicht anfangen zu sprechen, weil da gibt es einige. Aber dann würden die fast Beispiele. Alle Artikel wegfallen, die gerade über die beiden geschrieben werden. Nein. Er macht ja noch keine. Ja, gut. Wir reden ja von dem Politiker. Nicht? Und nicht von dem Privatmann. Und als Politiker hat er ja nun es geschafft, sich mit Negativschlagzeilen, was politische Entscheidungen betrifft, herauszuhalten. Na, und Kundus? Das ist ein, Kundus? Naja, Kundus ist ja nun also, nicht. Moment, das meinen die Grünen. Aber richtig bewiesen ist es nicht. Ich glaube, dass der sehr viel mehr versteckt ist, was wir nie erfahren werden. Die Leute sind tot. Was Geheimdienste betrifft. Frau Ditfurth, wir werden den Untersuchungsausschuss hier nicht fortführen können. Ich glaube, dass er es geschafft hat, sich aus politischen Fehlern herauszuhalten. Ich glaube, dass wenn er in einer anderen Position stünde oder mehr Verantwortung tragen müsste, würde es wahrscheinlich anders kommen.
Und das ist halt sein Verdienst, dass er sich da sehr gut durchlaviert hat. Frau von Rehlingen, auf der Suche nach dem Guten besteht eigentlich das Geheimnis der Gutenbergs darin, das hat ja eben Professor Hartmann angedeutet, dass man dem einfach keine Dienstwagenaffäre zutraut, weil die hat er nicht nötig. Im Zweifel hat er eine Droschke und auch genug Privatwagen. Ist es das, also diese paar hundert Millionen im Rücken, die diese Unabhängigkeit ausstrahlen? Ich glaube, da kommt einiges zusammen. Also erstens mal ist er in der Tat unabhängig. Also er könnte auch sehr gut leben ohne diesen Job, der ja sehr stressig und nicht unbedingt immer angenehm ist. Also er hat sich da auch eine Menge aufgeladen. Er kann so leben, er schaut gut aus, er kann toll reden. Ich meine, er hat wirklich eine unglaubliche Diktion und Eloquenz. Das, glaube ich, kann niemand abstreiten. Und das alles zusammen und dann auch mal das Bedürfnis, dass irgendjemand mal einfach toll ist und gut ist und was Gutes sagt und irgendwie eine gute Wirkung hat. Ich glaube, dass da die Leute einfach mal auch eine Sehnsucht danach haben und dass es einfach mal eine angenehme Überraschung ist, auch wenn natürlich alle jetzt die Messer wetzen und die Medien dringend wahrscheinlich versuchen, irgendwas zum Demontieren zu finden. Aber ich glaube, das ist eigentlich schon mal... Niemand tut das. Ja gut, aber man hat das Gefühl, er muss jetzt wirklich aufpassen, weil es einfach fast eine Overexposure ist. Und Sie sind PR-Beraterin, das hören Sie im Raten. Genau deswegen, weil die Gesetzmäßigkeit im Allgemeinen ist, wenn man zu viel Exposure hat und es eine Weile zu positiv ist, dann würde ich mich sehr täuschen, wenn ich einer anfangen würde, dringend was zu suchen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da aufpassen muss. Aber auf der anderen Seite sind die Leute alle happy, mal so jemanden zu haben, der einfach aus diesem Meer von grauen Politikern, die wirklich immer nur an ihrem Stuhl kleben, à tout prix, dass der einfach mal offensichtlich anders. Abgesehen davon, es gibt ja sehr wohl Versuche, ihn zu demontieren. Ich meine, ich erinnere mich an eine Strecke, ich glaube, sie war im SZ-Magazin vor einiger Zeit. Der Mann kann alles tragen. Und in verschiedenen Posen, verschiedenen Fotos abgelichtet hat, in für einen Politiker eigentlich Normalsituationen, wo er halt gut eine gute Figur gemacht hat. Das finde ich jetzt nicht, dass das etwas ist, was man jemandem vorwerfen sollte, auch weil Sie, Frau Dittfurth, gesagt haben, würde man nicht über die gegelten Haare und über den Style reden, würde der Großteil der Beiträge und Schlagzeilen über den Mann wegfallen. Wenn ich im Moment die Zeitungen lese, lese ich von einer Bundeswehrreform, die nach einer echten Reform ausschaut. Und das nur Kraft gegelter Haare kriegt man eigentlich nicht hin. Ja, so Sie haben es geschickt gemacht. Sie haben mich leicht verdreht wiedergegeben, um Ihr Argument zu schärfen. Das haut aber nicht ganz hin, sondern das ist eher das, was ich vorhin meinte. Ich glaube gar nicht, dass er muss nicht selber auf die Idee gekommen sein, in diese Position jetzt geschubst zu werden. Ich glaube tatsächlich, in diesem Land gibt es sehr einflussreiche Kreise, Rechtskonservative, die so einen wie ihn gerade herbeisehen, weil man hinter ihm bestimmte Sachen verbergen kann. Und die Reform der Bundeswehr wird natürlich auch dazu beitragen, dass diese Bundesrepublik in vielen Orten dieser Welt auch aus ökonomischen Gründen sehr einsatzfähig sein wird. Und das ist wunderbar, wenn man dann über das Kleid von ihr sprechen kann und nicht darüber reden muss, wer dann dummerweise aufgrund von irgendwelchen Sondereinheiten deutscher Bundeswehr irgendwo doch, stirbt. Der Gute ist doch dahin. Der Gute ist doch dahin gekommen, wo er ist. Durch Wahl, er ist ja demokratisch gewählt. Der Mann ist ja mit einem Mordsergebnis. Das ist das Problem mit dem Untertanengeist. Wissen Sie, das Problem, da ist ein, ich sag's mal ein bisschen salopp, so ist halt meine Art. Das ist ein Schnösel aus dem Schloss, der wohnt in einem Dorf, da kommt er her. Die Familie ist ein paar hundert Jahre alt, da wird ihm ganz viel mitgegeben, was für ein bedeutendes Glied einer langen Kette ist. Das Schloss ist da oben, das Dorf ist da unten, dann sind da noch 400 Millionen Euro und dann noch Land bis zum Horizont. Und dann sind jetzt alle hier in Tränen, also vor Rührung fast ausgebrochen, dass der Mann sich auch noch auflädt, Politik zu machen. Was für ein Held. Was er damit tut, ist, der ganze Reichtum macht ja auch irgendwann ein bisschen langweilig. Man schreibt sich auf die Art und Weise, und das ist auch eine Pose, die der Adel immer schon drauf hatte, in das Buch der Geschichte ein, unter Umständen oder auch nicht, je nachdem. Frau von Rehlingen hat sehr böse geguckt. Das trifft mich hart. Sie können dich doch so jemand nicht schnitzen. Sie haben da wirklich eine Obsession mit diesen bösen Adelskreisen, die da im Nacken sitzen. Das ist wirklich rührend. Das ist irgendwie 70er Jahre. Also da suchen Sie doch mal, Sie rechnen sich doch auch zu den Frauenrechtlerinnen. Warum kämpfen Sie denn nicht gegen Bushido und Sido mit Ihren bösen, gewalttätigen, frauenverachtenden Songs? Warum haben Sie denn da so ein eigenartiges Feld, auf dem Sie sich betätigen? Das ist ja eine völlig vergeudete Zeit. Ach, so die Sie wollen da Sie das heute Abend machen. Ich verstehe jetzt. Also, mir gefallen eigentlich die Leute zum
Beispiel, um es ganz praktisch zu nennen, wahnsinnig gut, die jetzt wie in Stuttgart sich von der Obrigkeit nichts mehr sagen lassen, sondern gegen diese Tieferlegung des Bahnhofs und die Verschuldung von 20 Milliarden dort protestieren und das schon seit Monaten. Das finde ich großartig. Sowas finde ich prima und ich finde es prima, wenn jetzt möglichst viele Anfang November nach Dorleben gehen. Solche Sachen. Ich stelle mir also vor, dass nicht Leute delegieren an irgendwelche neuen Monarchen, sondern dass sie ihre Angelegenheiten selber in die Hand nehmen. Ausgeschlossen, dass viele Menschen, die den Bahnhof oben behalten wollen, auch gleichzeitig Karl Theodor zu Guttenberg wunderbar finden, dass es da eine große Schnittmenge gibt. Der hat sich, glaube ich, zu dem Projekt noch nicht geäußert. Nein. Wenn er das täte, wäre die Sache ziemlich klar. Nicht sein Ressort. Wenn ich mal kurz sagen. Zusammenfassen darf. Also er ist ein blasierter Dorfschnösel. Schlossschnösel, das Schloss noch nicht kommt. Mal gesagt. Gut, das ist also, Ihr Adjektiv. Wir nehmen mal das blasiert weg. Er ist ein Schnösel. Er kommt aus dem Schloss. Das Schloss liegt in einem Dorf. Es gibt Land bis hinter den Horizont. Er ist demokratisch gewählt, was Menschen mit Untertanenmentalität annehmen. Er ist ein reiner Showstar, er ist nur Oberfläche. Sagen Sie mir bitte, was müsste der Mann in seinem Amt, in seiner Position, mit seinem Herkommen tun, das Sie gut finden könnten? Was ich zum Beispiel gut gefunden hätte, und da wird er sich wahrscheinlich eine Weile noch vorhüten, weil er aufpassen muss, wenn er in der Sacharzin-Debatte gesagt hätte, dass dieser Mann und alle, die sagen, man ist ein Held, wenn man in diesem Land Rassismus plädiert und dabei auch noch reich wird, wenn er da scharf eingegriffen hätte. Das hätte ich zum Beispiel tatsächlich gut gefunden, so wie wenn ich es bei einem anderen Politiker hätte. Entschuldigung, finden Sie, dass der Adel so gut integriert ist in der Gesellschaft, dass er über die Integration anderer reden sollte? Gute Frage. Nein, aber nach was mir gerade unheimlich. Das war eine ernsthafte Frage. Ja. Der Adel ist ja, also wenn man den Adel jetzt mal zu einer Kugel macht, das mache ich jetzt nur, damit ich das hier schneller erklären kann. Dann ist passen diese Sie Kugel. Auf, ich glaube, das findet das nennt man pauschalisieren. Nein, nicht gut, wenn Sie wissen Sie ihn überhaupt zur Kugel nicht. Machen. Nein, diese Kugel aus vielfältigen Bestandteilen und Facetten über viele hundert Jahre wohl erzogen und angepasst an die Verhältnisse und teilweise auch bis 1900 herrschende Kreise. Ja, und dann wurde es unglaublich der hat dann 1900 noch nicht. Das macht 20. Juli machen wir gleich so. Das heißt, was der Adel wirklich kann, ist, sich in den jeweiligen politischen Verhältnissen, und da gehört auch der Faschismus dazu, wunderbar anzudocken an die jeweilige Machtstruktur und immer einzuzeigen. Und wenn Sie jetzt Stauffenberg sagen, will ich jetzt noch mal gar nicht was über dessen Geschichte sagen, das wäre auch gruselig genug, sondern darüber sagen, dass zum Beispiel in meinen Verwandtenkreisen, in Kreisen der Freunde meiner Großeltern, in der direkten Verwandtschaft, in jeder Familie viele Dutzend SS, SA und NSDAP-Angehörige waren. Und dass ich heute eigentlich nur mit den sogenannten Adligen wirklich gerne und offen diskutiere, die sich mit ihrer Familie auseinandersetzen. Das betrifft auch die Lambsdorff. Das betrifft auch die Quatsch. Ja, klar. Das betrifft auch die Meyers und die Müllers und die Schulzes. Das betrifft die gesamte Gesellschaft. Nur die waren nicht so oft auf der herrschenden Seite. Wenn wir die SS-Mantel mal wegnehmen, was halten Sie im Kern von dem Vorwurf, dass der Adel es geschafft hat, sich jedweder Herrschaftsform, im Moment haben wir eine Demokratie, so geschmeidig anzupassen, dass er als geschlossene Schicht gut weiter existieren kann? Wo denn? Welche Beispiele denn eigentlich, bitte? Das ist in einer Demokratie wie der heutigen, ist das ganz unmöglich. Ich meine, er kann in dieser Demokratie wie jeder andere leben. Er tut etwas, entweder er leistet etwas oder er leistet nichts. Entweder er kommt weiter oder er kommt nicht weiter. Das gilt für jeden. Wir sind ganz normale Bürger in einem demokratischen Land. Es geht doch nicht um Leistung, es geht um Beziehungsnetzwerke. Aber ich bitte Sie, Beziehungsnetzerke? Also wenn es darum geht, haben wir ganz andere Arbeitsformen in Deutschland, Herr Professor. Die haben wir zusätzlich. Es geht ja auch um Auftreten und Ähnliches. Das ist schon richtig. Nur was mich gestört hat, zum Beispiel eben dieses Pflichtbewusstsein, was Sie, Herr Lambsdorff, gesagt haben. Ja. Ich könnte natürlich sagen, es gibt ein Pflichtbewusstsein in der traditionellen deutschen Facharbeiterschaft. So ist es. Gibt es auch. So hoch veranschlagen. Gibt es auch. Da müssen die jetzt nicken. Nein. Ganz eindeutig unter den Bergleuten an der Ruhr gibt es genau dieses Pflicht. Ja, und zwar in Tradition und so können der Familie. Diese ganzen Kriterien durchgehen, bis vielleicht auf ein paar Fragen der Manieren. Da ist klar, wenn man 800 Jahre Adelsgeschichte hat, dann hat man das mit dem Tanzen und Ähnliches von Kindesbeinen an drin, das bei Arbeiterkindern anders. Aber die wirklich Entschuldigung, warum haben Sie jetzt gerade so mit der Nase gerümpft? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass Sie ein guter Tänzer sind. Ich habe Fotos vom Tontaubenschießen. Ich habe eine Adelserziehung, ich bin ein lausiger Tänzer. Mhm. Ja, aber da sind Sie wahrscheinlich eine Ausnahme. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich definitiv nicht sagen. Klischees, die hier ausgehört. Ich kann ja nur wirklich in der Mitte sitzen. Das sind wirklich die Klischees. Absolut. Dass Sie
bei allem Respekt, dass Sie gerade das Tanzen benutzen, ist doch ja, bei Ihrer Intelligenz ganz bewusst gesetzt, weil das natürlich die Sache schon wieder lächerlich macht. Also es ist wirklich so, dass es gibt arme Aristokraten oder Adlige, es gibt Reiche, wie in der normalen Gesellschaft auch. Es gibt sogar spießige Adlige, die kein Benehmen haben. Es ist ein völliger Durchschnitt der Gesellschaft. Wir lesen nur von denen, die vom Barhocker fallen oder irgendwelche perverse Dinge machen, wie so Charles. Viele irgendwas. Sind es ja auch wieder nicht. Aber was ich möchte noch was zum Gutenberg sagen, weil das ist ja eigentlich das Thema. Sagen Sie, als er damals Wirtschaftsminister wurde, kritischer konnte man diesen Minister gar nicht betrachten. Dem haben niemand mehr als 3-4 Monate gegeben. Und er hat es gut hingekriegt. Und das ist eben unfair. Er wurde nämlich kritischer beäugt als manche Minister, ihr alter Kumpel Fischer, mit seinen Maßanzügen.